jetzt müssen wir auf die zwei. Commander, oh. Sie werden es nicht glauben. Wir haben gerade ein Notortungssignal erfasst. Und es ist definitiv eines von unseren. Aus der Zeit der ersten Invasion. Es mag verrückt klingen, aber falls auch nur die geringste Chance besteht, dass unsere Leute noch immer da draußen sind, sind wir es ihnen schuldig, das zu untersuchen. Das ist, glaube ich, das DLC. Ich hoffe mal, dass das alles einigermaßen balanciert, aber in den Dokumenten zu Long War 2 stand drin, dass es eigentlich alles okay sein sollte. Dass wir nur einen Tag zum Untersuchen haben, finde ich unpassend. Eigentlich würde ich ganz gerne mit den DLCs erst später anfangen. Aber ich vertraue jetzt mal den Modmachern. Avenger berechnet neuen Kurs. Problem ist nur, wir haben jetzt fast keine Soldaten. Und wir haben... Wann ist der nächste Einsatz fertig? 38% sind die da hinten. Ja. Ist das da? Geborgene Fracht. Ah, ist ein Skyranger, der da abgestürzt ist. Wir wissen beide, dass wir nur einen weiteren Skyranger hatten, Commander. Er sieht ziemlich mitgenommen aus. Aber dieser Schrotthaufen war mal Big Skies ganzer Stolz und irgendwer hat ihn benutzt. Wir können möglicherweise berechnen, von wo aus sie gestartet sind, aber das wird eine Weile dauern. Commander, diese Waffen sind anders als alle anderen Entwürfe, die ich bislang gesehen habe. Ich könnte sie weiter analysieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie jemals nachbauen können, ist dennoch äußerst gering. Commander, die einzigartigen Waffen, die wir im Lagerraum des abgestürzten Skyrangers gefunden haben, können nun von unseren Soldaten ausgerüstet werden. Das sollte ich aber erst bei einer Mission machen, oder? Denken Sie an Tigans Worte. Diese neuen Waffen sind Einzelstücke. Wenn wir sie auf dem Schlachtfeld zurücklassen, sind sie für immer verloren. Der Bolzenwerfer wurde in einem Depot scheinbar archaischer Waffen entdeckt, ist aber trotz seiner geringen Feuerrate sehr mächtig. Anvisierte Feinde haben die Chance, beim Auftreffen betäubt zu werden. Diese Waffen meckern über meine Flugkünste, aber außer dem Autopiloten meldet sich niemand freiwillig. Beim Auftreffen betäubt zu werden. Diese Waffe ist einzigartig und kann nicht dupliziert oder ersetzt werden. Schattenhüter. Diese Pistole scheint im Vergleich zu unseren neuesten Modellen vielleicht etwas altmodisch, aber sie ist bemerkenswert präzise und sorgt dafür, dass selbst unsere wenig erfahrenen Soldaten ihr Ziel treffen. Außerdem besteht die Chance, dass sie das Ziel töten und unentdeckt entkommen. Deswegen Schattenhüter, hm? Jägeraxt. Diese prunkvoll versierte Wurfäxte sind meisterlich gefertigt und so kompakt, dass unsere Soldaten sie tragen und aus der Distanz zum Angriff einsetzen können. Diese Waffen sind einzigartig und können nicht dupliziert werden. Frostbombe. Dieser Sprengkörper funktioniert mit einem noch nicht identifizierten chemischen Stoff und können offenbar die Umgebungstemperatur des betroffenen Bereichs sofort herabsetzen. Getroffenes Gewebe friert bei Kontakt ein. Ist die Granate auch einmalig oder kann man sie nur einmal ausrüsten und dann beliebig oft werfen? Weil einmal wäre echt... Das wäre sinnvoll, ja. Alles andere wäre mir schon unlogisch, aber es ist dann echt wenig. Ah, und... Da wir bisher hier nur eine Handvoll von Dingen an der Wand sehen, gehe ich mal stark davon aus, dass man noch mehr Waffen finden kann. Wird wahrscheinlich mit den Bossen dann zu tun haben. Aber das schauen wir dann später, wenn es soweit ist. Aber es ist gut, dass wir jetzt keine... Was? Es ist gut, dass wir jetzt keine Kampfmission dann machen mussten. Denn wir haben momentan einfach zu wenig Soldaten. So, wo wollte ich weitermachen? Da haben wir schon Leute hingeschickt, da haben wir Leute hingeschickt. Ich wollte hier weiter scannen, in der Neuarktis. Setze Kurs auf die Arktis. Ja. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Waffenverbesserungen verfügbar. Wir haben unsere Truppen Schrotthaufe durchwühlen und Leichen plündern lassen. Zu diesem Zeitpunkt können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie immer auf alles achten, was unsere Ausrüstung verbessern könnte. Alle Rohmaterialien der Welt haben keinen Wert, wenn wir keinen Einsatzzweck für sie finden. Aber ich denke, diese modularen Waffensysteme sind ein guter Anfang. Wir sind mit unseren aktuellen Entwürfen so weit gegangen, wie ich es mir überhaupt vorstellen konnte. Die Integration einiger wichtiger Alien-Komponenten hat die benötigte Stabilität gebracht, die wir erreichen wollten. Mit diesen Modifikationen sollten wir größere Verbesserungen anbringen können,
um noch mehr Feuerkraft zu erreichen. Das wird den Truppen gefallen. Ja, das denke ich auch. Das neues Testbereichprojekt. Das ist die Foundry, ne? Testbereichprojekt. Schalldämpfer. Automatiklader. Ein kostenloses Nachladen während des Kampfes. Stecher bieten einen Zielmodus für den Feuerschutzbonus. Ich komme mit den deutschen Begriffen echt nicht klar. Feuerschutz ist Overwatch. Aber warum bietet ein Stecher, das hört sich für mich eher wie ein Bajonett an, bietet einen Zielbonus für den Overwatch? Okay. Große Magazine machen Sinn. Schäfte. Einheiten, die einen Schaft ausrüsten, erhalten die Fähigkeit Waffe stabilisieren. Schick. Laservisiere. Erhöhen leider nur die Crit-Chance, nicht die Trefferchance, wie früher die Scopes. Wir haben genug Alien-Ausrüstung rekonstruiert, um unsere eigenen Visiere herzustellen, die unsere Soldaten Zielsicherheitsbonus bei Nicht-Reflex-Schüssen gewähren, also nicht Overwatch-Schüssen. Warum heißt denn das eine mal Reflex und das andere? Nee, Reflex war, wenn die Scouts zum Beispiel beschossen werden im Overwatch. Also der Feind hat Overwatch, Scout bewegt sich, Feind schießt auf Scout. Dann hat ein Scout den Reflexwurf. Was hat das mit Reflexschüssen zu tun? Ja, wie gesagt, ein wenig verwirrend für mich momentan, das mit der deutschen Version. Aber der Sinn ist einigermaßen klar. Das heißt, die Zielfernrohre sind die Scopes und die Laserpointer sind... sind da wahrscheinlich wirklich die Laserpointer aus dem ersten Teil. Die hatten ja auch nur die Crit-Chance erhöht und nicht die Trefferchance. Commander, durch die Erforschung der Advent-Modularwaffen können wir ihr System für unsere eigenen Zwecke rekonstruieren. Im Einsatz gefundene Waffenverbesserungen, wie das eine Scope-Ding, können jetzt direkt in die Waffen unserer Soldaten aufgesetzt werden und liefern taktische Boni. Schön. So, was wäre der nächste Schritt? Ich hätte immer noch gerne das, aber viele Legierungen, die finden wir nicht gut und nicht häufig genug. Ja, Biotechnologie würde sich anbieten, ha? Weil es halt nur 6 Tage braucht. Ja, komm. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Okay. Weiter scannen. Du bist gleich bei 100%. So. Warum bin ich hier? Erlange den Gegenstand vom Adventfahrzeug. Feindbereitschaft, wachsam, Evakuierung in 4 Runden. Einsatz läuft ab. Oh, da habe ich mich verschätzt mit der Zeit. Also ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ich immer so einstelle, dass die Leute mehr Zeit haben, als benötigt ist. Also ich glaube, hier waren es 3 Tage noch was, dann habe ich dafür gesorgt, dass es unter 3 Tage noch was ist. Aber es scheint da wohl eine Variable drin zu geben. Das muss ich in zukünftigen Berechnungen mit reinbringen. Also wirklich deutlich unter der Zeit bleiben. Wobei, man muss wahrscheinlich auch nicht immer 100% haben. Aber die Mission wird jetzt schwieriger sein als gedacht. Und wir haben hier nur 3 Mann. Oder war es die Ein-Mann-Mission? Na gut, so oder so, geht zurück. Machen wir jetzt die Mission. Das ist die Ein-Mann-Mission. Okay. Und der Feind ist wachsam. Das wird jetzt sehr viel hin und her schleichen. Sehr vorsichtiges Vorrücken. Immer schön gucken, wo die roten Markierungen auf dem Boden sind. Dann versuche ich echt zu dem Wagen dahin zu kommen. Hoffe, dass wir nicht großartig was zerstören müssen, um an den Gegenstand ranzukommen. Was aber eigentlich naheliegend ist, oder? Das Ding aufzuspringen und dann ranzukommen. Ja, also ich hoffe, es ist wirklich einfach nur grab and run. Also es liegt irgendwo, man schnappt es, man läuft weg. So habe ich sie auch ausgerüstet, mit der MP, dass ich schneller laufen kann. Aber die Chance, dass sie stirbt und der ganze Auftrag daneben geht, ist halt recht hoch. Unser mächtiger Trupp. Wenigstens ist es wenig Micromanagement, oder?
Oh. Manus 1-5, wir haben das Advent-Datenarchiv in der Nähe Ihrer Position geortet. Aber Vorsicht, beim Ziel befinden sich selbstauslösende Sprengladungen. Rücken Sie vor, um das Paket zu entschärfen und zu extrahieren, bevor seine Inhalte zerstört werden. Okay, wir haben 10 Runden Zeit, das sollte hinhauen. Und es ist dieselbe Karte wie vor kurzem, oder? We got an enemy squad here. Okay, das ist nicht so schön. Dann geh mal bitte dahin. Moving to designated position. Okay. Komm sogar mal in meine Nähe, das finde ich gar nicht toll. Aber knapp, oder? Kam mir knapp vor. So, da ist ein Turm. I'm on the move. Enemy squad located. Lalala, hier drin ist das schon, ne? herrlich. Okay. Ja, das wird nichts mit anschleichen. Also ich bleib erstmal hier in Deckung und hoffe, dass die weggehen. Alles schon mal gut, aber es reicht nicht. Die müssen noch weiter weggehen und dafür kommt der nächste Trupp jetzt zu denen. Könnte dahin gehen und von da aus dann weiter nach hier hinten. Dann komme ich schon mal von der richtigen Seite. Das klingt nicht schlecht. Understood. Moving out. Unheimlich, unheimlich, ja. Da hinten hin. Achso, und ich sollte auch schon die Evakuierung zeitlich anfordern, ne? Weil ich habe nur es dauert 4 Runden, bis sie da ist. Und wenn sie ankommt, wird sie bestimmt Alarm auslösen, weil so ein Riesenflugzeug ja doch schon, ne? Oh, warte mal, das könnte meine Gelegenheit sein, ne? Headed there now. Ich weiß nicht, ob das Öffnen der Tür was auslöst. Tut es anscheinend nicht. Dann geh bitte rein. Und versteck dich dahinter. Ich komme noch nicht mit dem Cursor auch nicht hin. Dahin. Okay. Eyes on the target. Blip, 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 blip. Menace 1-5, hier Avenger. Das Zielpaket wurde bestätigt. Versuchen Sie nun die Bergung. Okay, erstmal würde ich ganz gerne jetzt einen Sky Ranger rufen. Can I get an evac here? Da. Hier Firebrand, Evakuierungsanforderung bestätigt. Durchhalten. Ja, sehr schön. Kiste hacken. Let's see if I have access. Garantierte Donatorschärfen und Schärfen ist immer 100%. Und bei dem anderen haben wir aber 0% Chance. Kein Effekt, kein Effekt. Hack. Okay. Ist halt kein Hacker. Got it. Laservisier und Datenspeicher. Gut. Asset secured. We got something over here. So, und ich muss jetzt 4 Runden durchhalten. Das in dem Werfen. Löst das Werfen das immer aus? Weil ich wäre eigentlich davon ausgegangen,
dass das Leuchtending hier genauso zählt wie ein Mannequin. Also nur wenn das auf rotem Boden ist, dass es dann zählt. Aber nee, das macht auch eine große Nebelwand und so weiter. Das sieht man schon von weitem. Ich glaube, ich bleibe hier drin und mache in Deckung. Holding position. I got movement here. Jo. Bleibst du echt stehen? Okay, dann lauf mal ganz weit weg. On the move. Yeah. Dann müssen die aufrücken, um. Psi-Attacken könnten ein Problem sein. Ja, das war das Todesurteil. Ja, aber der kann nächste Runde auch noch schießen. Und ja, von da wirst du nicht schießen können auf sie, oder? Doch. Ja, Panik. Ist immer noch in Panik. Das heißt, jetzt töten sie sie und das war's. Schade, aber es dazu gelernt, das mit dem Evakuieren zum Beispiel. Dass ich da mehr drauf achten soll. 1-5, wir haben die Kontrolle über das Paket verloren. Holen Sie es um jeden Preis zurück. Wir dürfen das Material nicht an die Aliens verlieren. Avenger, alle X-Com-Agenten sind tot oder werden vermisst. Firebrand kehrt zur Basis zurück. Operation Schwarzer Zahn ist gescheitert. Also für die Zukunft. Wie gesagt, das mit dem Evakuieren löst auf jeden Fall schon mal das aus, dass man gesehen wird. Egal, wohin man das wirft. Ich darf auf keinen Fall einzelne Leute losschicken, weil wenn sowas passiert wie jetzt eben gerade mit der Panik, dann kann kein Zweiter das irgendwie ausgleichen durch Nebelgranaten und sonst was. Dadurch habe ich dann zwar noch ein geringeres Zeitfenster und man ist vielleicht nur bei 60% statt bei 80%, aber es hätte trotzdem einen Unterschied gemacht. Darauf muss ich also auch noch achten. Ja, sonst ist da nicht viel. Es ist echt bedrückend, den leeren Skyranger zurückfliegen zu sehen. Komplett ohne Leute drin. Nicht so gut, Commander. Wir müssen unser Vorgehen überdenken, die Ausrüstung verbessern, was immer nötig ist. Ja, Boyd ist tot. Weiter, 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 weiter. Das wird alles jetzt einfach unter den Teppich gekehrt. Die andere Mission wird jetzt gleich bestimmt viel besser. Die da. Die hat wenigstens auch ein 100% Wertungsding. Richtig. So, Feinbreitschiff ist normal, die ist nicht wachsam. Wir haben 100% infiltriert und ist extrem gering. So, Mission ist, evakuiere die VIP aus der Adventstadt, befreie wichtige Gefangenen. Okay, starten.